Jetzt Rückhand. So. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute hat Nina ihre erste Trainerstunde. Und sie möchte heute mal Tennis üben und ich habe mir dazu einen ganz besonderen Ort ausgesucht, nämlich die Ballwand. Und welche Übung ihr für die erste Tennisstunde an der Ballwand durchführen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute meine Freundin dabei, die Nina, die ihr vielleicht aus einem meiner Vlogs kennt. Und Nina hat tatsächlich noch nie in ihrem Leben Tennis gespielt und wir haben das heute einfach mal gesagt, ich schmeiße sie ins kalte Wasser. Ich habe sie am Frühstückstisch gesagt, Nina, heute kriegst du deine erste Trainerstunde. Denn ich wollte schon immer mal ein Video an der Ballwand machen für euch und euch mal zu zeigen, was man gerade mit Tennisanfängern an der Ballwand machen kann. Alles, was wir jetzt machen, ist überhaupt nicht gestellt. Sie hat keine Ahnung, um was es geht. Und sie hat auch eigentlich noch nie einen Schläger in der Hand gehabt. Also ich bin, glaube ich, die unerfahrenste Person, was Tennis angeht, die es überhaupt gibt auf dem Planeten. Genau, dann probieren wir mal, was dabei rauskommt. Wir haben hier ein bisschen bescheidene Verhältnisse, Bedingungen. Wir haben eine sehr kleine Ballwand, macht das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger. Es gibt ja oftmals diese großen Ballwände. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Übungen, mit denen ihr auch aus solchen Umständen ganz gute Übungen machen könnt. Viel Spaß! Ziel des Videos soll es sein, euch zu zeigen, dass der Trainer an der Ballwand dann in der ersten Trainingseinheit auch sehr gut mithelfen kann und mitbestimmen kann. Denn wenn ich jetzt Nina einfach als eigenständig spielen lasse, spiel ruhig mal gegen die Wand, dann werdet ihr sehen, als komplette Anfängerin wird sie, ja, wenn sie ganz gut talentiert ist, den Ball schon ganz gut halten können. Aber ihr seht, spätestens dann zweiter, dritter, vierter Ball ist dann Schluss und es entsteht dann natürlich für sie ein bisschen Frustration. Ne? Deswegen wollen wir jetzt zusammen mit mir als Coach arbeiten und wir starten mit der ersten Übung. Nina, nimm bitte mal das Hütchen erstmal in die Hand, denn wir wollen erstmal von leicht nach schwer arbeiten. Und es geht jetzt hier gar nicht um großartig technische Sachen, sondern Nina als jemand, der noch nie einen Tennisschläger in der Hand hatte, soll jetzt erstmal schauen, wie verhält sich denn überhaupt der Ball, wie ist das Sprungverhalten und wie gewöhne ich mich ein. Also erste Übung wäre jetzt, sich hinzustellen. Ich werfe Nina einmal auf die rechte Seite, einmal den Ball hin. Sie versucht zu fangen und einmal mit der linken Hand und einmal mit der rechten Hand. Einmal, dass sie schon mal sieht, es gibt eine Vorhand, es gibt eine Rückhand, es gibt eine rechte Seite und eine linke Seite. Ja, das könnt ihr natürlich, sie kann das jetzt schon ganz gut, wenn ihr das mit Kindern macht, dann werdet ihr sehen, es wird schon deutlich schwieriger und die Bälle werden nicht so oft gefangen. So, wir haben ja gesagt, wir arbeiten von leicht nach schwer, das heißt, jetzt machen wir eine zweite Übung, die noch relativ einfach ist. Nina wirft sich selber mit der linken Hand gegen die Wand, spielt dann einen Schlag mit der Vorhand, jawohl, versuch mal, und fängt dann wieder den Ball, na, das war nicht weit drüber, nochmal. Das ist ja halt das Problem auch an den sehr kleinen Wänden, das macht es nicht einfach und versucht dann den Ball mit der linken Hand wieder zu fangen. Genau, gibst ihn wieder zu mir. Achso, Quatsch, du machst ja selber, Entschuldigung, habe ich gepennt. So, schlagen und jetzt versuchst du ihn wieder zu fangen. Genau, ne? Und nächster Ball. Nochmal selbstständig werfen, fangen. Jawohl, sehr gut. So, auch die zweite Übung ist selbstständiges Spiel nochmal und jetzt wird es immer ein bisschen schwieriger. Jetzt sollst du den Ball von unten nach oben hochprellen und dann den Ball gegen die Wand spielen und ihn versuchen, wieder weiter hochzuprellen. Also probier mal. Hier ist es wichtig, dass ihr immer seht, dass der Ball immer von unten nach oben geschlagen wird. Und das ist auch völlig normal. Ja, wir wollen immer den Ball vor dem Körper schlagen. Jetzt spielst du ihn einmal gegen. Genau, und jetzt hältst du ihn wieder. Und wieder halten. Genau, sehr gut. Und wieder nach vorne. Ja, jetzt gegenschlagen. Upsa, und wieder halten. Ja, dass das noch nicht hundertprozentig dann immer sofort klappt, aber dafür ist klar, aber dafür machen wir es ja. Also nochmal, komm, versuch's nochmal. Ball nach oben spielen und vorm Körper schlagen. Genau, jetzt gegen und wieder halten. Ja, einfache, simple Übung und funktioniert bei ihr. Fast. Gefällt dir mein Video? Dann schau in die Videobeschreibung. Dort erfährst du, wie du mich unterstützen kannst. Weiter geht's. In der nächsten Übung soll Nina schon mal versuchen, ein wenig zu zielen, also auch auf Richtung zu spielen. Das heißt, ich als Coach stelle mich jetzt hier hin und du hast die Aufgabe, den Ball, den ich dir anwerfe, wieder so zu mir zurückzuspielen, dass ich nach Möglichkeit möglichst wenig mich bewegen muss. Und ich fange dir den Ball dann wieder auf, ja? Also ich werfe, du spielst, okay, werfen, spielen, perfekt, super, und wieder, werfen, spielen, fangen. Jawohl. Ja, ich denke mal, ist klar, alles, was ihr auf der Vorhand machen könnt, das zeige ich jetzt nicht noch separat, könnt ihr natürlich dann auch auf der Rückhand machen.
In der nächsten, vierten Übung soll sie jetzt wieder alleine spielen. Ihr könnt es aber auch dann wieder mit Hilfe des Trainers machen. Sie soll jetzt einen Kontrollschlag machen. Das heißt, sie spielt den Ball gegen die Wand und stoppt ihn sich dann selber wieder. Also einmal stoppen, sich wieder neu stellen, einmal stoppen, wieder neu stellen. Wenn ihr das jetzt, ganz kurz, wenn ihr das jetzt mit Spielern macht, die das noch nicht so gut können, dann sollte der Trainer wieder eingreifen. Das heißt, wir machen es jetzt abwechselnd, einen du, einen ich. Also stoppen, weiterspielen, stoppen, weiterspielen. Na? Denn das Problem ist ja, wenn sie jetzt den Ball, also wenn sie jetzt noch nicht so gutes Ballgefühl hat, wird sie den Ball sehr wahrscheinlich irgendwie spielen, dass sie den nächsten Ball nicht kriegen kann. Und dadurch, dass der Trainer dann eingreift, kann er die Situation retten und ihr den Ball wieder ordentlich hinspielen. Na? Deswegen alles immer so ein bisschen in Teamwork mit dem Trainer. Wir starten mit der nächsten Übung und jetzt ist es eine kleine Abwandlung von einer vorigen Übung. Allerdings, Nina soll jetzt den Ball an die Wand spielen und erstmal fangen und sich dann wieder auf rechts fallen lassen und wieder gegen die Wand spielen. Mach das einmal. Also, spielst gegen die Wand. Jetzt fängst du ihn mit links. Genau, musst dich gut stellen. Jetzt legst du ihn dir wieder hin und spielst ihn wieder gegen die Wand. Genau, wieder fangen. Okay, ja. Das wäre die erste Übung und jetzt machen wir es schon gleich ein bisschen schwieriger. Du spielst jetzt gegen die Wand und lässt den Ball abprallen und versuchst ihn direkt weiter zu spielen. Ja, also schau mal, jetzt ist es wichtig, ups, kann passieren, guck mal. So, jetzt ist es wichtig, schön vor dem Körper da zu arbeiten. Ja, den hast du dir nicht gut angespielt. Ne? Das muss passen. Auf geht's, wieder abprallen. Genau, und jetzt weiterspielen. Ne? Und dann wird es schon schwieriger. Probier's nochmal. Ja? So, abprallen lassen. Okay, und wieder neu stellen. Ja? Ihr seht jetzt hier schon die Schwierigkeit, wenn der Ball eben entsprechend nicht vor dem Körper oder nicht wirklich, ne, in einer schrägen Position mit dem Arm gehalten wird, passiert es schnell, dass der Ball nach hinten weggeht. Deswegen versuchen wirklich vorne zu lassen. Genau, super. Und wieder vorne. Ja, da wird es schwierig. Und weiter. Ja, genau. Alternativ. Was hast du? Jetzt bin ich on fire. Jetzt ist sie on fire. Sie hat schon richtig Bock auf Tennis gekriegt. So, also, ansonsten kann man auch so machen, ja, mit der offenen Handfläche hier zeigen. Ja, das geht auch. Oder eben halt so. Ja? Wunderbare Übung. In der nächsten Übung wollen wir schon miteinander spielen. So, und jetzt mit dem Coach als Backup. Ich habe es ja eben schon erklärt. Wenn der Ball mal von ihr eben schnell gespielt wird, kann der Coach durch seine Erfahrung natürlich den Ball wieder retten. So, das heißt, wir spielen jetzt erstmal Vorhand. Ja? Oh, wenn wir Vorhand spielen, müssen wir uns tauschen. Also, Spieler, der Trainer schaut, dass wir ordentlich zuspielen. So zum Beispiel. Genau. So, und dann halten wir den Ball. Immer schön gleichmäßige Bewegung, das klappt gut. Ich denke mal, das ist klar. Und dann versuchen wir das Ganze auch auf der Rückhandseite, also mit der Rückhand zu spielen. Achtung, jetzt hat der Trainer, wollte retten, aber hat genau das Gegenteil gemacht. Ja, so, nochmal. Hep, Rückhand. Und dann machen wir das jetzt auch mal, indem wir wechseln. Ich wechsle nach jedem Schlag zu dir rüber. Also einmal hopp, du nimmst, genau. Du nimmst, so, und dann kann man den Schüler, wenn es eben passt, schon mal so ein bisschen laufen lassen, ne? Indem man eben, ja, nicht unbedingt ihn zuspielt, sondern ihn halt ein bisschen laufen lässt. Und Achtung, komm, ihr müsst da haben, beidhändige Vorhand. Das war der Kochlöffel. Sehr gut. Ich möchte Nina jetzt dahin führen, dass sie selbstständig es schafft, gegen die Wand zu spielen, möglichst ohne Fehler. Jetzt trotzdem in dieser Übung greife ich jetzt noch mal ein. Und zwar sollst du jetzt selbstständig zwei Schläge machen, dann greife ich ein und dann macht sie wieder zwei Schläge. Ich wechsle dann allerdings bei dir auf die Rückhand. Ja? Also wenn du jetzt zwei Schläge Vorhand sollst du spielen, versuch's mal. Genau, eins, zwei. Nicht schlimm, jetzt greife ich ein, spielen dir auf die Rückhand. Eins, zwei, ich greife ein auf die Vorhand. Eins, komm, stell dich. Ups, das war zu viel, Rückhand. Eins, komm, komm, komm. Vorhand. Ihr seht, ja, das ist jetzt schon gar nicht so einfach für sie, den Ball zu halten. Selbstständig, immer noch, aber ja, so versuchen wir es dann, sie langsam daran zu führen. So, ich versuche Nina jetzt immer selbstständiger werden zu lassen. Jetzt kommt es, selbstständig, jetzt kommt es schon zum ersten Volley. Ja, denn auch das können wir nämlich schon bei einem Anfänger reinkriegen, nämlich, dass man eben Bälle auch aus der Luft schlagen kann und natürlich auch muss im Tennis. Du sollst jetzt den Ball hochspielen, dir selbstständig und jeden dritten aus der Luft
gegen die Wand spielen und wieder auffangen. Okay, wir gucken mal, ob es klappt. Einmal hoch, nochmal hoch, jetzt nochmal hoch und dann aus der Luft. Okay. Gefährlich jetzt bei der Übung ist, wenn sie den Ball von oben spielt. Also das wäre jetzt besser gewesen. Ja? Also wenn sie den Ball jetzt von oben nach unten spielt, wird der Ball, mach ruhig nochmal, wird der Ball natürlich sehr, sehr schnell. Und dann wird sie den Ball verlieren. Das heißt, auch wenn wir später, ja, das war zu schnell, auch wenn wir später natürlich die Volleys eher von oben spielen, ist es völlig okay, um sich einzugewöhnen, ne, den Ball von unten zu spielen aus der Luft. Denn ja, das ist jetzt keine, natürlich kein richtiger Volley in dem Sinne, sondern es geht ums Eingewöhnen und eben darum, dass sie die ersten Erfahrungen mit dem Ball macht. Kommt noch die Variation. Jetzt versuchst du den Ball mal nach oben zu prellen, aus der Luft gegen die Wand zu spielen und dann wieder einmal auftippen zu lassen und wieder oben zu prellen. Also versuchen so zu halten, genau. Jetzt gegen die Wand spielen, genau, und wieder stoppen und gegen die Wand spielen. Ja? In den Baum. In den Baum, genau, in den Baum gegen die Wand. Drei und gegen die Wand spielen, komm. Sehr gut. Ja. Und gegen die Wand. Ups. In den Zaun. In den Zaun. Die nächste Übung ist wieder eine Koproduktion. Hier geht es auch wieder um Volleys. Also, wir spielen den Ball an. Du hast einen in der Hand. Ja, spielen ruhig mal an. Und jetzt stoppe ich den Ball, spielen aus der Luft. Du stoppst ihn, spielst ihn aus der Luft. Du stoppst ihn, spielst du aus der Luft. Kann man natürlich auch auf der Rückhandseite machen. Wir machen es mal auf der Rückhandseite. Da muss ich mit Vorhand anspielen. Und jetzt versuchst du mal mit der Rückhand. Das ist meistens nicht ganz so einfach. Stoppen, aus der Luft. Ja, stoppen. Und da habt ihr gesehen, deswegen ist es wichtig, dass der Trainer da immer noch hilft. Ne, dieser Ball wäre normalerweise verloren gewesen, aber der Trainer schafft es dann eben noch, den Ball zu retten und dann geht es eben weiter. So, wir steigern die Schwierigkeit. Jetzt spielt der Trainer mit Auftippen und Nina soll, geh nach vorne ein bisschen mehr, ne, sonst ist es zu schwer. Nina soll den Ball immer aus der Luft spielen. Am besten hängt der Schläger nicht unten, sondern nur genau. Ne, bist oben, dann bewegst du dich, weil ich kann natürlich nicht immer volles Rohr auf dich drauf spielen. Genau, sehr gut. Ich muss nur sagen, ich habe ein bisschen Angst vor Bällen. Du hast Angst vor Bällen, da ist Tennis genau das Richtige für dich. Ja, komm. Ja. Das war ganz großartig. Ja, klar machst du das großartig, sehr gut. Wir kommen zu der letzten Übung und Nina macht jetzt ihre Meisterprüfung. Das heißt, Nina, du darfst jetzt versuchen, erstmal ganz normal gegen die Wand zu spielen, selbstständig. Wir machen das als allererstes mal nur auf der Vorhand, ja? Und versuchst den Ball zu halten. Ich spiele dir dann wieder an. So, und jetzt sollst du, wir haben ja zwei Sachen, zwei Elemente gemacht. Wir haben die Grundschläge gemacht und wir haben Volleys gemacht. Das heißt, du sollst jetzt irgendwann, wenn du geschlagen hast, mal nach vorne kommen, versuchen, den nächsten Ball als Volley zu spielen und dann wieder nach hinten zurückzulaufen. Genau, und wieder zurück. Und da musst du versuchen, mit beiden Händen. Ja. Ja, nicht mit beiden Händen, sondern es geht dann um den Volley. Den musst du versuchen, möglichst mit wenig Tempo, mit wenig Kraftaufwand zu spielen. Ne? Du, klar, du willst vor, willst den Ball schnell spielen und dann hast du aber das Problem, dass der Ball dann zu weit nach hinten raushüpft. Ne? Also versuch ihn klein zu halten, versuch ihn locker zu halten. Jetzt gehst du vor, komm, okay. Ja, der war zu kurz dafür. Und jetzt aus der Luft, jawohl. Und jetzt versuchen weiterhin zu halten. Ja, das wäre die nächste Variante. Gut. Und versuch's. Okay, komm, weiter. Und Volley. Okay. Ja? Ich denke mal, ist klar, was ich damit meine. Übung macht den Meister. So, wie hat sich die Nina geschlagen? Schreibt es mir in den Comments. Und wir gucken mal, wie viele Bälle hinter der Wand stehen. Das ist ein bisschen fies. Aber ich denke, trotzdem gelungene Leistung. Vielen Dank, mein Schatz. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut in meine Videos, die ich euch einblende. Danke fürs Zuschauen, Martin und Nina. Und nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Ja, genau.